bin Ira, herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals habt, dann könnt ihr hier natürlich kostenlos abonnieren. Und nicht vergessen, ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus dazulassen. Außerdem könnt ihr hier gerne Kanalmitglied werden. Dann erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Videos nur für Mitglieder. Und jetzt starten wir mit diesem Video. Leute, ich habe ja aufgrund meiner Depression und diversen anderen Problemchen immer mal wieder auch Schlafprobleme. Einschlafprobleme vor allem und auch durch Schlafprobleme habe da in der Vergangenheit schon viele verschiedene Sachen probiert. Angefangen von so Basics wie Meditieren. CBD-Produkte habe ich schon ausprobiert. Hatte auch schon so Hardcore-Sachen wie Schlaftabletten, sowohl pflanzliche als auch rezeptpflichtige Sachen. Ist natürlich dann was ganz anderes, das hilft natürlich, aber ich finde, auf Dauer ist das halt eher nicht so optimal. Deswegen war ich ja eher an so softeren Varianten wie CBD-Öl interessiert. Beziehungsweise Melatonin, darauf bin ich jetzt gestoßen. Melatonin ist ja das Schlafhormon. Das heißt also, der Körper schüttet das aus, damit wir müde werden und dann entsprechend einschlafen. Ich habe gesehen, dass das mittlerweile sehr verstärkt in verschiedenen Formen als Spray, Tabletten und Co. so im Umlauf ist. Also ich habe das vermehrt so von Bekannten gehört, dann ist es mir vermehrt bei DM vor allem aufgefallen. Also dass da jetzt vermehrt verkauft wird so, und ich wollte das jetzt auch mal testen. Da gibt es verschiedene Sachen, wie gesagt, also Tabletten. Ich habe mich jetzt erstmal für dieses Spray entschieden, Sprays und was weiß ich nicht noch alles. Das hier ist jetzt von Doppelherz, das ist neu, steht ganz groß drauf. Melatonin-Spray mit dem Schlafhormon Melatonin. 1 Milligramm Melatonin bei 2 Sprühstößen, hochdosiert. Melatonin hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen. Einfache Anwendung mit Minzgeschmack. Steht ganz groß drauf, vegan. 75 Anwendungen bei 2 Sprühstößen, sind 20 Milliliter. Zur Nahrungsergänzung steht noch drauf, gewisse Hinweise, Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende sowie Personen, die an einer Leber-, Nieren- und Autoimmunkrankheit leiden, sollten das Nahrungsergänzungsmittel nicht anwenden. Es würde mich mal interessieren, warum nicht? Melatonin sollte nur kurzfristig maximal 3 Wochen angewendet werden. Okay, dann ist es ja auch keine Dauerlösung. Da Alkohol die Wirkung von Melatonin auf den Schlaf herabsetzt, sollte bei dem Verzehr von Melatonin kein Alkohol zusätzlich getrunken werden. Okay. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Okay. 5,95 Euro hat es gekostet. Bei, was hatte ich gesagt, 20 Milliliter, genau. So sieht die Verpackung eben aus. Und das hier ist das Spray. So ein kleines Fläschchen. Es schmeckt nach Minze, stand ja auch drauf. Was ich sehr angenehm finde, die Packungsbeilage ist ziemlich klein und übersichtlich. Deswegen würde ich sagen, gehen wir die jetzt mal durch. Ausreichender Schlaf ist wichtig für das Wohlbefinden. Das können wir jetzt einfach mal überspringen. Melatonin ist ein natürlicherweise vorkommendes Hormon, das von der Zirbeldrüse im Zwischenhirn gebildet wird. Die natürliche Melatoninbildung steigt nach Einsetzen der Dunkelheit ein und gipfelt um 2 bis 4 Uhr nachts. Was ist das für ein komisches Deutsch? In der zweiten Nachthälfte fällt sie wieder ab. Trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Damit sich die positive Wirkung einstellt, sollte kurz vor dem Schlafengehen 1 Milligramm Melatonin aufgenommen werden. Ein Sprühstoß 0,5 Milligramm, 2 Sprühstöße 1 Milligramm. Das finde ich ganz interessant, dass hier sonst nichts steht. Direkt auf die Zunge sprühen und schlucken, ja, ist ganz klar. Ich finde, da fehlen so ein bisschen die zusätzlichen Alltagstipps. Also zum Beispiel, wann genau man das nehmen sollte, kurz vor dem Einschlafen, ist klar. Dann sollte man sich aber auch danach sofort hinlegen, Licht ausmachen, ganz klar. Denn die Ausschüttung von Melatonin beginnt ja mit Einsetzen der Dunkelheit. Das heißt, wenn wir dann noch Licht anhaben oder noch am Handy sitzen, ja, Licht des Bildschirms ins Gesicht scheint, dann bringt das auch nichts, da das ja relativ schnell wieder abgebaut wird. Das heißt also, Handy weglegen, ruhig hinlegen, sich nicht mehr bewegen, versuchen einzuschlafen, Dunkelheit etc. Am besten alle elektronischen Geräte aus, in einen anderen Raum, Handy auf Flugmodus etc. Das mache ich natürlich auch immer, denn auch das kann Schlafprobleme verursachen. Das merke ich auch bei mir immer, wenn ich einschlafe, zum Beispiel während ich noch irgendwie ein YouTube-Video gucke, dann wache ich vermehrt nachts auf, weil ich den Flugmodus nicht angeschaltet habe. Und das hilft auch schon mal ziemlich. Das, finde ich, hätte hier noch stehen sollen. Ich habe es auf anderen Seiten schon gesehen, aber hier bei dem Produkt nicht. Und das finde ich relativ wichtig, weil wenn man es falsch anwendet, kann das Produkt ja auch nicht wirken. Dann gibt es ja so Menschen, die das dann auf das Produkt schieben, ne? Also
ist klar, die Anwendung sollte dann irgendwie klar sein. Ja, das war es auch schon mit der Gebrauchsanweisung. Mehr steht da schon gar nicht. Dann habe ich es eben gemacht. Also 2 Pumpstöße vor dem Einschlafen, also direkt vor dem Einschlafen. Ich habe das bestimmt so 2 Wochen ausprobiert. Bei mir hat das persönlich jetzt nicht viel gebracht. Also anfangs dachte ich, es hilft gut, weil ich ziemlich schnell eingeschlafen bin. Habe das dann aber auch mal wieder weggelassen und habe festgestellt, okay, ich habe gerade einfach nur eine bessere Phase. Das liegt nicht an dem Produkt. Ich schlafe momentan einfach sehr gut ein. Dann habe ich mal zwischendurch wieder schlechtere Phasen, wo ich dann wieder nicht schnell einschlafe bzw. vermehrt aufwache und dann auch nicht mehr einschlafen kann. Dann habe ich es zwischendurch dann auch wieder genommen und da hat es dann auch wieder nichts gebracht. Also ich finde, bei mir hat das persönlich nicht so viel gebracht. Dann habe ich mich eben nochmal nach anderen Produkten umgeschaut, bin dann auch auf Seiten gestoßen, die sich mit diesem Melatonin-Thema beschäftigen. Und es stand unter anderem, dass diese Sprays wohl auch gar nicht so super sein sollen, weil die relativ schnell eben, ja, also in den Körper gelangen und dann sofort aufgenommen und relativ schnell wieder abgebaut werden. Und dass Tabletten, die Melatonin über die Zeit immer wieder abgeben, besser sein sollen. Deswegen habe ich mir jetzt noch Tabletten gekauft. Das sind diese hier von der gleichen Marke, also auch von Doppelherz. Das ist 1 Milligramm pro Tablette. Das ist eine 4-Monats-Packung. Also ich denke, man soll die nur maximal 3 Wochen anwenden, zumindest bei dem Spray. Ja, Melatonin sollte nur kurzfristig maximal 3 Wochen verzehrt werden. Und dann da drauf zu schreiben, 4 Monate. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt ist es ja mehr oder weniger die gleiche Menge von dem gleichen Hersteller, nur halt in Tablettenform. Deswegen habe ich fast die Befürchtung, dass es nicht viel mehr bringt. Aber vielleicht, weil Tabletten sich halt etwas langsamer auflösen. Vielleicht wirkt es dann einfach besser. Das muss ich aber noch gucken. Ich habe das jetzt erst einmal angewendet. Das sind so ganz kleine Tabletten. Da muss ich euch dann noch sagen, wie es war. Also 40 Stück, 3,8 Gramm für 6,95 Euro. So, meine Lieben, ich habe die Melatonin-Tablettchen jetzt mal eine ganze Weile benutzt. Ich glaube, es müsste ungefähr jetzt 2,5 Wochen her sein. Und ich würde sagen, dass ich keinen nennenswerten Unterschied feststelle. Es gibt zwar immer wieder Nächte, wo ich dann doch gut schlafe, aber dann auch genauso viel, in denen ich nicht gut schlafe, gar nicht einschlafen kann oder immer wieder aufwache. Von daher würde ich sagen, es hat nichts mit dem zusätzlichen Melatonin zu tun. Also irgendwie scheint es bei mir nicht so richtig zu funktionieren. Irgendwie funktioniert nicht so richtig bei mir. Also CBD hat bei mir nicht so richtig funktioniert, diese Melatonin-Geschichten. Baldrian habe ich in Tropfform, in Tablettenform. Ja, ich will einfach nichts Härteres nehmen, so Schlaftabletten oder so. Ich muss mal gucken, was ich in Zukunft irgendwie noch ausprobieren kann. Aber das hat jetzt so für mich erstmal nichts gebracht. Ich wollte einfach mal schauen, ob diese Melanin-Produkte irgendwas bringen. Hätte ja auch sein können, aber für mich hat es leider nicht funktioniert. Ich hoffe, für den einen oder anderen von euch hat es die Welt verändert, zum Positiven. Aber für mich war es das leider nicht. Naja, dann lasst doch gerne mal Feedback da. Daumen hoch nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.